Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Nachmittag von unserem Medico-Debatten bei Armut und Gesundheit zum Panel Universal Health Coverage als neues Entwicklungsziel. Armut macht krank und Krankheit macht arm. Hier in diesem Umfeld klingt der Satz schon wie so eine abgedroschene Phrase. Für Millionen Menschen ist das allerdings immer noch Realität. Und dabei gilt, je ärmer ein Land ist, desto größer ist in der Regel der Anteil an den Behandlungskosten, die ein Patient im Krankheitsfall selbst aufbringen muss. In Zahlen bedeutet das, es wurde heute Morgen schon erwähnt, dass nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation jährlich weltweit 100 Millionen Menschen in die Armut abrutschen, weil sie für ihre Behandlungskosten aufkommen müssen. Eine allgemeine Gesundheitsabsicherung, in Englisch Universal Health Coverage, der Titel unseres Panels, die allen Menschen im Krankheitsfall Zugang zu medizinischer Behandlung verschaffen würde, könnte das verhindern und könnte dem untragbaren Zustand entgegenwirken, dass noch immer Millionen Menschen an eigentlich heilbaren Krankheiten sterben. Die Forderung, eine allgemeine Gesundheitsabsicherung weltweit einzuführen, wird deshalb inzwischen von sehr unterschiedlichen Akteuren vertreten. Zum einen von NGOs, das haben wir heute Morgen gehört, von der Weltgesundheitsorganisation selbst, von Gesundheitsbewegungen, die einen kostenfreien Zugang zu Gesundheitsversorgung im Krankheitsfall fordern und dabei auf das Menschenrecht auf Gesundheit verweisen, von der Weltbank, die die Universal Health Coverage Programme fördert, um Armut zu verhindern, und auch auf der Ebene der Vereinten Nationen, die im Moment debattieren, ob Universal Health Coverage als eines der neuen Entwicklungsziele aufgenommen wird, die 2015 beschlossen werden sollen. Wir wollen uns jetzt damit auseinandersetzen, was wir von dieser aktuellen globalen Debatte um Universal Health Coverage für die internationale Gesundheitspolitik erwarten können und vor allem für das Recht auf Gesundheit erwarten können. Wir diskutieren, welche Chancen der Ansatz bereithält und wo in der Praxis die Risiken versteckt liegen könnten und wo die Grenzen von Universal Health Coverage liegen. Dazu wird uns Thomas Schwarz, der Geschäftsführer von Medicus Mundi ist. Medicus Mundi ist ein Netzwerk von Organisationen der internationalen Gesundheitszusammenarbeit und Gesundheitspolitik. Medico ist dort auch Mitglied. Thomas Schwarz wird uns eine Einführung in die Debatte um die UN-Entwicklungsziele geben und das Universal Health Coverage Konzept der Weltgesundheitsorganisation genauer beleuchten. Danach hören wir zwei Beispiele von Gesundheitsreformen im globalen Süden. Aus Brasilien und El Salvador, in beiden Ländern, wurden Gesundheitsreformen durchgeführt, die Universal Health Coverage beinhalten, aber darüber auch hinausgehen. Brasilien wird uns von Karin Urschel vorgestellt. Karin Urschel ist Leiterin der Projektabteilung bei Medico International. Sie hat lange Zeit in Lateinamerika gelebt und war unter anderem Leiterin des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Rio de Janeiro. El Salvador wird uns von Anita Echeverria-Escher vorgestellt. Sie ist Botschafterin von El Salvador und war früher Mitarbeiterin von Medico Schweiz, unserer Partnerorganisation, Schwesterorganisation. Wir werden also drei kurze Inputs hören von 10 bis 15 Minuten und dann wird es Zeit für Rückfragen hier auf dem Podium geben. Wir versuchen hier ein bisschen zu diskutieren und in der Diskussion die zwei Stränge zusammenzubringen, das heißt die konkreten Erfahrungen, was können diese konkreten Erfahrungen in den beiden Ländern uns für die internationale Debatte mitgeben. Danach öffnen wir nochmal für Fragen und Diskussionen und ich freue mich dann auch auf rege Beteiligung von Ihnen. Bitte, Thomas. Vielen Dank. Wenn ich über Universal Health Coverage spreche, Gesundheit für alle in den künftigen UNO-Entwicklungszielen, dann zäume ich das Pferd beim Schwanz auf. Das heißt, ich beginne mit den UNO-Entwicklungszielen, komme danach auf die Forderung nach Gesundheit für alle zu sprechen und erst ganz am Schluss, auch als Brücke zu den beiden anderen Vorträgen, auf Universal Health Coverage, allgemeine Gesundheitsabsicherung zu sprechen. Ich denke, die beiden Vorträge zu Brasilien und El Salvador sind einerseits der Kern dieses Teils. Andererseits möchte ich hier in der Einleitung ein bisschen ein Instrumentarium geben, das es Ihnen erlauben soll, zu beurteilen, zu analysieren, was geht in den beiden Ländern und wie ist das
in Übereinstimmung zu bringen mit eben der Forderung nach Gesundheit für alle. So sehe ich hier meinen Auftrag. Die UNO-Entwicklungsziele, ich beginne hier mit einem Bild einer Hochglanzbroschüre der UNO. Das Kind schaut voller Stolz die Welt an und die Frage ist, was für eine Zukunft möchten wir für uns alle? Wenn schätzungsweise im Herbst 2015 die UNO-Generalversammlung neue Entwicklungsziele verabschieden wird, vielleicht auch wieder für einen Zeitraum von etwa 15 Jahren, dann hat das eine ganz konkrete Vorgeschichte. Und das sind diese UNO-Millenniumsentwicklungsziele, die in 2001 verabschiedet wurden, die eigentlich 2015 erfüllt oder erreicht werden sollten. Also die Ziele sind formuliert mit Werten, die bis 2015 erreicht werden sollten. Ich nehme an, das ist vielen von Ihnen bekannt. Ich gehe da nur ganz kurz dadurch. Das sind die 8 Ziele. Das eine spricht direkt von der Armut, den Anteil der Bevölkerung, die unter extremer Armut leidet, zu halbieren. Ein Ziel zur Bildung, Grundausbildung von Kindern, zur Gleichstellung der Geschlechter und zu den Rechten der Frauen, zur Verringerung der Kindersterblichkeit, zur Verbesserung der Gesundheit von Müttern, zu AIDS, Malaria und anderen übertragbaren Krankheiten. Das sind so die 6 Entwicklungsziele im engeren Sinn, auch die Ziele, die vor allem arme Länder oder im Hinblick auf sehr ressourcenarme Länder formuliert wurden. Es kommt dann noch ein 7. Umweltziel dazu und ein 8. das von einer weltweiten Entwicklungspartnerschaft spricht. Man kann einiges über die Erfolge, über das sprechen, was mit diesen Zielen erreicht worden ist in der Vergangenheit, in diesen 12 Jahren, seit sie verabschiedet wurden. Was ich hier mache, ist das Gegenteil. Ich kritisiere sie, nicht einfach so, dass sie kritisiert sind, sondern als praktisch Negativkriterien, wenn es darum geht, zu schauen, welche Fehler sollten mit den nächsten Zielen nicht wieder gemacht werden. Was sicher zu sagen ist, dass diese Ziele, Sie haben die ersten 6 gesehen, so wie die formuliert wurden, das sind aus unserer Sicht jetzt von Berlin oder von Basel vor allem die Ziele für die anderen. Die gehen uns eigentlich nicht so viel an. Das sind Ziele, die ja für uns zum Teil in unseren Staaten, in unseren Gesellschaften gar nicht relevant sind, weil sie eben Entwicklungsziele sind, im Sinn auch von des alten Konzepts der Entwicklungshilfe. Es sind Ziele, die von oben eingeführt wurden. Sie wurden von einer kleinen Expertengruppe hinter verschlossenen Türen entwickelt, von der UNO verabschiedet, ohne gesellschaftlichen Dialog. Man hat sie nicht gefragt, was sind ihre Ziele für das Jahr 2015. Viele dieser Ziele sind heute als unrealistisch zu bezeichnen. Sie werden sicher nicht erreicht. Sie wurden auch nicht so verbindlich formuliert, dass man die Staaten darauf wirklich behaften kann. In dem Sinn sind sie auch nicht durchsetzbar. Wenn es darum geht, zum Beispiel die Senkung der Müttersterblichkeit um 2/3, dann sind das pauschale Reduktionsziele, die das Problem haben, dass eben gerade diejenigen vernachlässigen oder das Risiko besteht, dass sie diejenigen vernachlässigen, die Veränderung am dringendsten brauchten. Es gibt dann die hoffnungslosen Geschichten und die werden mit einer Veränderung um 2/3 nicht tangiert. Diese Bereiche, die in den Zielen formuliert wurden, zum Beispiel eben die Veränderung, die Verringerung der Kindersterblichkeit oder die Verringerung der Müttersterblichkeit, die waren zuerst gedacht als Indikatoren einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung zu mehr Gerechtigkeit, zu weniger Armut. Und die wurden in der Umsetzung eigentlich sehr stark zu Schwerpunkten der Interventionen. Es wurde dann eben ganz punktuell in die Kindersterblichkeit investiert, auch im medizinischen Bereich. Und was daraus entstanden, das wird bei uns als vertikale Ansätze formuliert. Das Gebiet hat ein Ziel, also investieren wir hier ganz direkt, ganz punktuell, ganz vertikal, ohne auf das ganze System zu achten. Daraus erfolgt dann auch eine Konkurrenz der Sektoren. Gesundheit war sicher eine Gewinnerin der UNO-Entwicklungsziele, weil wir eben 3 spezifische Gesundheitsziele hatten. Andere Sektoren, die nicht explizit genannt wurden, sehen sich als Verliererin der Entwicklungsziele und
fordern jetzt ihre eigene Sichtbarkeit auch als neues Ziel. So oder so, mit dieser eben starken Vertikalität, mit dem technischen Ansatz, der in der Umsetzung dabei war, ist eine Hauptkritik, es handelt sich hier vor allem dann um punktuelle Symptombekämpfung, es sind technokratische Ansätze, die dann zum Zug kommen mit solchen Zielen. Das Ganze wird sehr unpolitisch angeschaut, Armutsbekämpfung, die Machtfrage, die Frage auch der eigentlichen Bestimmungsfaktoren von Armut wird mit den Zielen und den Programmen zu ihrer Umsetzung nicht direkt gestellt. Das als Negativliste im Sinn davon, was müsste eben anders sein in einer nächsten Agenda für Entwicklung. Ja, wie könnte es weitergehen? Wie gesagt, diese Hochglanzberichte bestehen. Ich könnte es jetzt zumüllen mit Hunderten von Publikationen der letzten 2 Jahre zu diesem Thema. Es ist ganz verrückt, wie jetzt diskutiert wird über diese UNO-Entwicklungsziele, was darüber publiziert wird. Es besteht auch eine, jede Woche kann man an eine Konferenz gehen zu diesen Themen und Sie können sich, wo Sie wollen, dazu dokumentieren. So wie es aussieht, so an den spannenden Inhalten und Prozessen, Debatten, es gibt sicher so etwas wie MDG Plus, also man spricht davon von einer unfinished agenda, es ist nicht alles erreicht und es muss da noch fertig gearbeitet werden. Das ist eine Möglichkeit, das andere würde heißen, macht stattdessen, dass man an diesen MDGs weiterentwickelt und weiter bastelt, ein vollständig neues Regelwerk. Was sind die Frage natürlich des Themenkatalogs? Wir haben zurzeit einen SDG-Entwurf mit 18 Schwerpunktthemen. Statt der 8, es können locker 30 daraus werden, insbesondere weil alle die vernachlässigten Themen haben eben auch auf ihr Recht pochen. Die Frage des Bezugssystems, geht es wieder um Armut, um die Überwindung von Armut, geht es um die Realisierung von Menschenrechten, Rechten für alle Menschen, dann müsste eben auch ein Zielindikator anders formuliert werden, dann genügt minus 2/3 nicht, sondern dann müssten wir sagen, 100% der Menschen haben Recht auf das und das als Indikator. Und was heute Morgen angesprochen wird, das, was wir jetzt besprochen haben, das ist dieser Entwicklungszielbereich. Daneben gibt es einen ganz anderen politischen Zielbereich der nachhaltigen Entwicklung, auch der ökologischen Entwicklung. Eben, das sind diese Rio-Ziele, die Sustainable Development Goals. Und es ist ein furchtbarer Knorz, die beiden Sachen zusammenzubringen. Und das wäre eigentlich das Ziel. Ein Zielkatalog, ein Dokument, das wir beide Entwicklungsagenden zusammenbringt. Die Frage stellt sich dann wieder, gibt es ein globales Zielsystem? Und wenn ja, was besteht für ein nationaler Gestaltungsspielraum, was für eine Verbindlichkeit auch für die einzelnen Staaten? Für uns stellt sich die wichtige Frage im Prozess, wie wird die Zivilgesellschaft in diese Zielformulierung eingebunden? Noch einmal die Frage an Sie, wurden Sie schon befragt, was Ihre Ziele für die Entwicklung bis 2030 sind? Und wenn ja, warum nicht? Und wenn noch einmal ja, was machen Sie dafür, dass Sie gefragt werden? Und regulieren diese Ziele nicht nur die staatliche Ebene oder nicht die gesamtgesellschaftliche, zum Beispiel eben auch die Wirtschaft und ihre Verantwortung? Das sind so die Prozesse um die zukünftige Entwicklungsagenda. Schlussfolgerung könnte sein, toll, endlich, klare verbindliche Ziele, deren Erreichung wir von den Staaten und der Staatengemeinschaft einfordern können, als Meilenstein zu etwas, das ich Weltinnenpolitik nenne. Und diesen Begriff habe ich aus einem uralten Bericht der Caritas Schweiz, der uns vor 30 Jahren sehr inspiriert hat, hin zu einer Weltinnenpolitik. Die andere Möglichkeit ist, lassen wir alle Hoffnung fahren, das bringt ja eh nichts. Das bietet sich ja sowieso nur dort oben ab und kommt nie zu uns herunter. Eine abgehobene, unverbindliche Schönwetterdeklaration von diesen müden Männern und Frauen in UNO in New York verabschiedet, das wird an den Verhältnissen nichts ändern. Die Einschätzung hängt natürlich auch ein bisschen mit unserer Einschätzung der internationalen Institutionen zusammen, was sehen wir
für eine Gestaltungs- und Politikspielraum einer Weltgemeinschaft, einer UNO. Ich überlasse es Ihnen, sich da zu positionieren, entweder im schwarzen oder im roten Bereich oder irgendwo dazwischen. Ich komme zum zweiten Begriff, Bereich, den eigentlich unsere eigene Arbeit und unser politisches Engagement betrifft. Was verstehen wir denn unter Gesundheit für alle? Was sind unsere Gesundheitsziele, unsere allgemeinen Gesundheitsziele? Wir können es zuerst negativ formulieren. Es ist klar, es gibt gewisse Sachen, die wollen wir einfach nicht. Wir wollen nicht mehr, dass Menschen mit vermeidbaren Krankheiten im Stich gelassen werden, ohne Hilfe, ohne Zugang zu Behandlung, Beratung, zu Medikamenten. Wir wollen nicht mehr, dass Leute vor einer Gesundheitseinrichtung stehen und nicht hinein können, weil sie das Geld nicht haben. Oder wenn sie hineinkommen, finden sie dort nicht, was sie brauchen, weil das Angebot ist einfach nicht so, wie es nötig wäre, um ihnen zu helfen. Was wir auch nicht mehr wollen, ist diese zynische Welt, diese Weltordnung, die unterteilt in diejenigen, die haben und diejenigen, die nicht haben. Und diejenigen, die nicht haben, bekommen allenfalls ein bisschen Schatten, gespendet von den Werbeplakaten derjenigen, die haben, sondern wir wollen auch eine gerechtere Welt. Wenn wir dem Mädchen da den Ball aus der Hand nehmen und das ein bisschen anzuschauen, dann gibt es sich daraus eigentlich drei Komplexe, drei Zielsysteme. Es sind drei Welten von Leuten, die zur Gesundheit für alle nachdenken. Und sie sprechen drei unterschiedliche Sprachen. Und die Sprachen, die sind noch recht schwierig in Übereinklang zu bringen. Das sind die einen, die sagen, bekämpfen wir die Krankheit der Armut. Machen wir was. Machen wir was gegen AIDS, machen wir was gegen Malaria, machen wir was gegen die Kindersterblichkeit. Ihre Programme sind dann halt Interventionen. Das sind Interventionen in eine Krankheit. Das sind auch sehr viele aktivistische Sachen dabei. Wir arbeiten an dem Ort, wo wir etwas gegen Krankheiten der Armut machen können. Es gibt eine andere Welt, die sagt, wichtiger ist, also eben einfach nur punktuell zu arbeiten, irgendwelche Programme zu machen, das ist schön und gut, aber das ändert nichts am Ganzen. Wir müssen den Zugang aller zur Gesundheitsversorgung und zur sozialen Sicherheit zum System verbessern. Das ist das, was wir als horizontale Linie, gesundheitssystemische Linie anschauen können. Die dritte Welt, der dritte Komplex heißt, was wir brauchen, sind Lebensbedingungen. Ich zitiere Andreas wörtlich, die es den Menschen ermöglichen, ihre Gesundheitspotenziale zu entwickeln. Dafür müssen wir an den Determinanten, an den Bestimmungsfaktoren arbeiten. Und das ist natürlich das andere ist politisch, aber da sind wir darin, Gesundheit in allen Politikbereichen anzuschauen. Wenn ich gesagt habe, drei Welten, drei Sprachen, dann ist zwischen den drei Komplexen der Dialog manchmal recht schwierig. Die einen werfen den anderen Aktivismus vor und denjenigen, die auf der politischen Ebene vor allem tätig sind, wird fortgeworfen, dass das in der ganzen Komplexität der Probleme, die sich da stellen, und wenn wir die realen Machtverhältnisse heute anschauen, dass das zu abgehoben ist, dass man auf der Ebene sowieso nichts machen kann, das chancenlos eigentlich, sich dort zu engagieren. Wenn wir das jetzt wieder, ich zitiere da natürlich auch jede Organisation ihren eigenen Standpunkt. Ich habe das Heftchen da genommen und da hat es einen interessanten Artikel drin, 5 Aufgaben einer globalen Gesundheitspolitik. Andreas hat heute Morgen darauf Bezug genommen. So kann dann eine Position einer Organisation ausschauen. Sie können sich selbst etwa vorstellen, wo das in diesem Spannungsfeld der drei Positionen, die ich vorhin skizziert habe, anzusiedeln ist. Meine Position würde sich zum Teil decken, zum Teil anders. Und so können wir uns auch jedes selbst fragen, wo stehen wir eigentlich? Wie definieren wir Gesundheit für alle? Bezogen jetzt auf diese künftigen Entwicklungsziele gibt es daraus eigentlich wieder drei Ansätze. Das eine ist MDG+. Was machen wir dort weiter? Bekämpfen wir weiter die Krankheiten der Armut und erweitern auch den Katalog dieser Krankheiten. Das ist ein Ansatz für die künftigen Entwicklungsziele. Das andere heißt Universal Health Coverage. Darauf komme ich nachher zu sprechen. Also Gesundheitssysteme so auszubauen,
bauen, dass eben die Menschen besseren Zugang haben. Und das Dritte dann, ups, ja, wie komme ich da zurück? Hilfe, da, okay, gut. Aus diesem politischen Ansatz, dass Gesundheit eigentlich mit gesundheitsspezifischen Interventionen gar nicht erreicht werden kann, kann man dann auch diese Weltentwicklungsziele ein bisschen entspannter anschauen und sagen, Gesundheit ist ein Schlüsselindikator für eine Entwicklung. Wenn es den Menschen besser geht, dann ist ihre Gesundheit besser. Aber dafür, um das zu erreichen, brauchen wir gar kein eigenes Gesundheitsziel, sondern griffige Ziele in allen anderen Politikbereichen. Auf diesem Spannungsfeld wird unter Gesundheitsfachleuten über Gesundheit in den nächsten Entwicklungszielen gesprochen. Das mal zu dieser Ebene. Und jetzt gehe ich ein bisschen in diese Universal Health Coverage, ins Systemische hinein, allgemeine Gesundheitsabsicherung. Es ist ein schwieriger Begriff, Universal Health Coverage. Übersetzen Sie den mal für sich? Weiß nicht. Also in Deutschland, allgemeine Gesundheitsabsicherung wurde mir von Medico verschrieben. In der Schweiz hätten wir eher allgemeine Gesundheitsversorgung gesagt. Wenn ich deutschsprachige WHO-Europa-Dokumente anschaue, steht dort flächendeckende Gesundheitsversorgung. Ich denke, Sie ahnen etwa ein bisschen, wo es durchgeht. Der Begriff ist aber auch sonst schwierig, weil der Coverage-Begriff, dieser Abdeckungsbegriff, der kommt eben aus der Versicherungssprache und er weckt in uns einfach einen Grundverdacht und den finden wir zum Beispiel in dieser Dokumentation, in diesem Broschüre von Amit Sen Gupta, einem Kollegen von uns, der sagt, da geht es ja sowieso nur um die Privatisierung. Da geht es darum, den Staat noch weiter abzubauen und mindestens im Finanzierungsbereich private Systeme einzuführen, wo die Reichen sich dann ein teures, gutes, allgemeines Gesundheitsversorgungssystem leisten können und für die Armen bleiben wieder nur die Brosamen. Deshalb auch ein schwieriger Begriff, nicht nur, weil die Übersetzung so schwierig ist und weil es immer 2 bis 5 Minuten braucht, bis ich jemandem erklärt habe, was ich unter Universal Health Coverage verstehe. In der Definition der WHO sieht es relativ einfach aus. Wir haben diesen blauen Würfel, das sind die Leistungen. Die können in drei Achsen verändert werden, verbessert werden. Ein Gesundheitssystem, das eben Universal Health Coverage darstellt, allgemein ist, umfasst alle Bewohnerinnen des Landes. Also die eine Achse heißt, immer mehr Leute erfassen. Die zweite Achse heißt, was für ein Leistungskatalog, hochwertige, umfassende Gesundheitsdienstleistungen. Und die dritte Achse betrifft die Finanzierung. Die allgemeine Finanzierung so ausbauen, dass eben die Bewohnerinnen eines Landes, wenn sie im Bedarfsfall Gesundheitsdienste brauchen, keine gravierenden finanziellen Folgen erleiden müssen. Das wird von der WHO, so wird von der WHO Universal Health Coverage definiert und diese Definition hat sich eigentlich durchgesetzt. Ich möchte Sie bitten, das im Auge zu behalten, wenn Sie nachher die Geschichten von Brasilien und El Salvador hören. Ein Slogan, ziemlich euphorisch damit umgegangen ist, zum Beispiel die WHO-Generalsekretärin Margaret Chan. Sie hat gesagt, das ist ein Gütesiegel für die Entschlossenheit einer Regierung, alle Bürger zu versorgen und ein Ausdruck von Gerechtigkeit. Auch strategisch wird damit umgegangen. Es gab im 2012 dieses Positionspapier der WHO und dort haben sie ziemlich offen gesagt, die Ziele, die wir da formulieren als Weltentwicklungsziele, die verändern natürlich und die bestimmen auch die Politik. Und deshalb ist es für uns als WHO, als Weltgesundheitsorganisation, grundwichtig, dass wir Gesundheit wieder drin haben und den Fuß in der Türe der nächsten Weltgesundheitsziele, das wäre eben Universal Health Coverage. Das ist das Ziel, das die WHO fördert seit 2000, eigentlich seit dem Weltgesundheitsbericht, dass dieses Thema hat, aber jetzt sehr strategisch auch. Und das wird auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen übernommen. Action for Global Health hat 2012 einen zivilgesellschaftlichen Ruf veröffentlicht, Gesundheit eben in dem Sinne in die nächsten Entwicklungsziele aufzunehmen. Und
Gerade im Februar, letzten Monat, gibt es eine neue zivilgesellschaftliche Kampagne. We call upon the United Member States, UN Member States to incorporate United Health Coverage as an integral component of the post-2015 Development Framework. Also, die Zivilgesellschaft gibt sich hier auch ein bisschen als Lautsprecher der WHO. Es besteht große Harmonie, wir wollen das alle. Checkliste, wie müsste das aussehen, dass es wirklich funktioniert, dass es klappt? Ich mache eine kurze Checkliste auf nationaler Ebene. Das wäre jetzt auch wieder das Instrumentarium nachher für Brasilien und El Salvador. Es müsste nachhaltig sein, zugangsgerecht. Alle müssen Zugang haben zu diesem Gesundheitssystem. Die Gesundheitsversorgung muss vom Umfang und von der Qualität her funktionieren und auch von der finanziellen Absicherung. Niemanden zurücklassen auf diesem Weg. Das heißt dann halt eben auch, es ist nicht alles erlaubt auf dem Weg zu Universal Health Coverage. Der schnelle, zügige Weg ist meistens der falsche. Es braucht ein starkes nationales Gesundheitssystem, öffentliche Institutionen, die führen, die regulieren, die aber auch selbst Leistungen erbringen. Es braucht Verbindlichkeit, auch gesetzliche Regelung, nationale Pläne. Es braucht darauf beruhend eine Rechenschaftspflicht. Man muss die Staaten darauf behaften können, dass das nicht nur irgendwelche abgehobene Programme, sondern einklagbare, einforderbare Maßnahmen sind. Und für uns sehr wichtig, als Bürgerinnen, als Menschen möchten wir nicht nur Nutznießer eines solchen staatlichen Gesundheitssystems sein, sondern Besitzer. Wir wollen die Politik, die staatliche Gesundheitspolitik mitbestimmen und wir wollen auch den Leistungskatalog der staatlichen des Gesundheitssystems mitdefinieren. Was es dazu braucht im Finanzierungsbereich, auch hier zitiere ich wieder Andreas Wulff von heute Morgen, Solidarprinzip, gepoolte Finanzierung, und zwar eben ein Pool für alle, Beiträge nach finanziellen Möglichkeiten und Bezüge nach gesundheitlichen Bedürfnissen. Und es braucht einfach mehr Geld. Das heißt, die staatlichen Kapazitäten, die staatlichen Finanzen müssen erhöht werden. Da kommt man nicht drum herum. Gratis geht da gar nichts. Steuern sind der Schlüsselbereich hier. Es braucht eine neue Steuerpolitik. Das Ziel Universal Health Coverage ist ambitiös und es ist beweglich. Das sagt auch der Kollege von der WHO, der das mit großem Feuer vertritt. So, je weiter wir kommen, desto mehr das Ziel entfernt sich wieder von uns, weil unsere Ansprüche werden größer. Und was ich einfach sagen will, ist schön und recht, wenn wir das haben, aber ich komme dann nochmals zurück. Universal Health Coverage allein ist nicht Gesundheit für alle, sondern es braucht daneben Bekämpfung der Krankheiten, der Armut und es braucht eine gerechtere Welt, die nicht mit Maßnahmen im Gesundheitssektor erreicht werden kann. Und deshalb, damit es stimmt, spreche ich hier von Universal Health Coverage Plus. Dieses Plus umfasst eben die anderen beiden, zwar insbesondere auch den politischen Maßnahmenbereich. So, das war die Einführung. Ich lasse noch schnell Frau Can das sagen, was sie eigentlich immer sagen wollte, aber nicht, nämlich, dass das Ganze eben nicht auf nationaler, sondern auf globaler Ebene so sein muss. Also wir sprechen dann halt von einer globalen, flächendeckenden Gesundheitsversorgung und das ist ein Gütesiegel für die Entschlossenheit der Weltgemeinschaft, für alle ihre Bürger zu versorgen. Vielleicht sagt sie das irgendwann mal, es würde mich freuen. Okay, mache ich direkt weiter. Wenn ich jetzt über Brasilien spreche, werde ich mich zwar nicht konkret auf die MDG-Debatte beziehen, wie Thomas sie referiert hat, und trotzdem habe ich eben gemerkt, wie viele Punkte da direkt aneinander anknüpfen. Ausgangspunkt ist, soziale Sicherungssysteme zu sehen als eine der entscheidenden Voraussetzungen für eine gerechte und solidarische Gesellschaft. In Brasilien wird nun seit mittlerweile 26 Jahren versucht umzusetzen, wovon hier heute die Rede ist, eine in der Verfassung abgesicherte, eine steuerfinanzierte Gesundheitsversorgung mit freiem Zugang für die gesamte Bevölkerung
und natürlich einem Zugang, der im Krankheitsfall keine finanziellen Härten für die einzelnen Betroffenen mit sich bringen wird. Am Beispiel Brasilien werden wir sehen, wo da Fortschritte, Grenzen und noch offene Herausforderungen liegen. Ich mache erst einen kurzen Abriss über die Entstehung des universellen Gesundheitssystems, dann was sich seitdem verbessert hat und wo im Moment die Herausforderungen, insbesondere auch seit den Demonstrationen im letzten Jahr, sind. Zur Entstehung, den Anstoß brachte die Demokratiebewegung der 80er Jahre. Als Teil der sozialen Bewegung, die für eine Rückkehr zur Demokratie kämpften, konstituierte sich damals eine Gesundheitsbewegung, in der waren eben nicht nur Gesundheitsaktivisten, sondern auch Nachbarschaftsbewegungen, Ärztebewegungen, Intellektuelle, Bürger, Nachbarschaftsvereine und Gewerkschaften vereint. Man hat für einen universellen Gesundheitszugang gekämpft und hat auch den Zusammenhang zwischen Lebensbedingungen und Gesundheit bzw. Krankheit thematisiert. Als 1988 in Brasilien eine neue Verfassung erlassen wurde, wurde dann bereits Gesundheit als ein soziales Grundrecht festgeschrieben und der Staat wurde verpflichtet, generellen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung zu gewährleisten. Einer der Vorkämpfer für diese in dieser Gesundheitsbewegung ist die Organisation SEBES, die in den 80er Jahren gegründet ist und heute einer der Partner auch von Medico International in Brasilien ist. Seit 88 gilt also das Recht auf medizinische Behandlung als ein Sozialrecht und als öffentliche Aufgabe. 1990 wurde dann das einheitliche Gesundheitssystem, das SUS, Sistema Único de Saúde, geschaffen. Und es war ein Meilenstein für die Verbesserung der Lebenssituation vieler Betroffener. Wieso das? Es ging um soziale Gleichberechtigung in einem Land, wo vorher der Anspruch auf Versorgung nur über lohnabhängige Beiträge erreichbar war und da circa die Hälfte der Bevölkerung entweder im informellen Sektor ohne lohnabhängige Mitgliedsbeiträge gearbeitet hatte oder in der Landwirtschaft beschäftigt war, wo auch keine Beiträge abgeführt wurden, führte eben die Einführung des SUS dazu, dass alle vom System jetzt erfasst wurden und die Ungleichheit auch zwischen städtischen und landwirtschaftlichen Arbeitern aufgehoben werden konnte, zumindest vom Anspruch her. Nun hatte also jeder das Recht auf Zugang und die Charakteristika des SUS sind folgende. Erstens wurden die gesundheitspolitischen Verantwortlichkeiten von der Bundesebene nicht wegverteilt, sondern aufgeteilt zwischen einer Bundesländer und einer kommunalen Ebene. Es wurde ein Netz von Gesundheitszentren geschaffen, die für eine integrale Versorgung da sind. Und daneben gibt es noch zentrale Krankenhäuser, die für spezialisierte Krankheiten zuständig sind. Die Frage der Partizipation und Kontrolle, die auch Thomas erwähnte, wurde so gelöst, dass Gesundheitsräte auf allen Ebenen eingeführt wurden, wo die Bevölkerung immer mit 50% der Sitze vertreten ist. Die Finanzierung dieses Gesundheitsmodells ist sehr kompliziert. Ich fasse es nur mal in der kürzesten Fassung zusammen. Alle drei Ebenen sind beteiligt. Derzeit zahlt die Bundesebene schätzungsweise 45% der Kosten, die Länderebene 26% und die Gemeinden 29%. Das sind ständige Aushandlungsprozesse, Verfassungsänderungen, Berechnungen von wirtschaftlichen Entwicklungen der jeweiligen Ebene, über die es unentwegt auch Streit gibt. Jetzt kurz zur Entwicklung des SUS seit seiner Einführung. In den letzten 10 Jahren, also auch unter der Regierung der PT, der Arbeiterpartei Brasiliens, haben sich die Lebensbedingungen von vielen Leuten in Brasilien stark verbessert. Man schätzt, dass die von extremer Armut betroffenen Personen von 13,2% der Bevölkerung auf 6,1% reduziert wurden. Und es hat sich nicht nur die Armutszahl reduziert, sondern, wen wundert's, auch im Gesundheitsbereich hat sich sehr viel getan. Jetzt zwischen 1990 und 2011, einem etwas längeren Zeitraum,
ist die Anzahl der Säuglingssterblichkeit von 47 auf 15 pro 1000 Geburten zurückgegangen. Das bedeutet im Bundesdurchschnitt in Brasilien einen Rückgang um 67,5% und im Nordosten, was in Brasilien der ärmste Teil des Landes ist, sogar um 75,6%. Die Lebenserwartung ist ständig steigend. Was geblieben ist, sind weiterhin sehr starke Ungleichheiten bezüglich Vulnerabilität und Mortalität zwischen der Bevölkerung der verschiedenen Regionen, Nord und Süd, aber auch innerstädtisch, Favela und Bürgergegend und natürlich die sozialen Klassen. Zugenommen hat die Zahl gewaltbedingter Verletzungen und Erkrankungen, die schon mittlerweile relevante Ausmaße annimmt. Was die Arztdichte angeht, liegt Brasilien im internationalen Vergleich mittlerweile im Mittelfeld. Es gibt ungefähr 1,9 Ärzte pro 1000 Einwohner. In Deutschland nur zum Vergleich 3,6, in Kuba von den ausgebildeten Ärzten 6,7. Aber das Problem in Brasilien ist nicht die durchschnittliche Zahl von 1,9 Ärzte pro 1000 Einwohnern, sondern auch hier die starke Konzentration von Ärzten. So gibt es in Brasilien beispielsweise 5,5 Ärzte auf 1000 Einwohner und in Pará, einem armen Bundesland im Nordosten, 0,6. Wo das SUS außerordentlich erfolgreich war und auch hier mal wieder das SUS nicht alleine, sondern in Zusammenhang mit den Aktivisten der Gesundheitsbewegung und der Bewegung der Betroffenen, ist in der Bereitstellung der umfassenden Versorgung von Menschen mit HIV und AIDS gewesen. Die Betroffenen haben in den 90er Jahren durchgesetzt, dass ihr Recht auf Gesundheit vom Staat eingelöst wurde und dass der Staat auch durch Zwangspatente es geschafft hat, erfolgreich eine lokale Produktion von Medikamenten zu beginnen, die zu einem viel geringeren Preis als die internationalen Hersteller jetzt in Brasilien durchgeführt werden. Ein alter Partner von Medico, Abia, koordiniert bis heute im Rahmen von der Via Campesina diese Kämpfe in Fragen von Patent- und Eigentumsrechten. Was sind die Herausforderungen, vor denen das SUS heutzutage oder auch nach wie vor steht? Nach wie vor ist das SUS chronisch unterfinanziert und stark defizitär in seinen Leistungen. Diese Unterversorgung hat verschiedene Ursachen. Auch das knüpft direkt an das, was Thomas gesagt hat. Zum einen besteht die Forderung, den Beitrag des Bundes beispielsweise von 7-8% auf 10% des Bundeshaushalts zu erhöhen. Dafür kämpft auch eine soziale Bewegung, die nennt sich Saúde Mais Days. Aber es geht nicht nur um mehr Geld, was zur Verfügung gestellt werden muss, sondern es geht auch darum, wie das Geld eingesetzt wird. Gesundheitsaktivisten sehen in der Regel im Moment die Hauptherausforderung oder das Hauptproblem in der Förderung der privaten Gesundheitsversicherung, der sogenannten Planos de Saúde. Von den öffentlichen Geldern, die auf den verschiedenen Wegen in private Gesundheitsversorgung für nur 25% der Privatversicherten fließen, machen über die Hälfte der Gesundheitsausgaben in Brasilien aus. Deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz auf die privaten Krankenversicherungen ein. Heutzutage ist ein Viertel der Bevölkerung, und das sind so ungefähr 47 von 195 bis 200 Millionen Brasilianer, privat in privaten Planos de Saúde versichert. Im Jahr 2000 waren das nur 34,5 Millionen. Das ist ein ganz enormer Anstieg. Und damit ist Brasilien auch nach den USA im Moment der zweitgrößte Markt für den Zuwachs an privaten Krankenversicherungen. Die meisten der Privatversicherten sind über ihren Arbeitsplatz abgesichert. Das heißt, die Arbeitgeber schließen für die gesamte Belegschaft einen Kollektivvertrag mit einem Versicherungsunternehmen ab. Und entweder zahlen die Arbeitgeber einen Anteil oder auch nicht, aber darüber sind die Arbeitnehmer versichert. Das heißt, dass, dann kommt der Witz dabei, ist, dass all diese Beiträge steuerlich absetzbar sind und damit eben die private Krankenversicherung wesentlich
staatlich gefördert wird. Und während nun der offizielle Diskurs immer von dem Modell der Gesundheit für alle mit dem staatlich finanzierten universellen System spricht, ist halt in der Praxis so, dass Privatversicherte, und das entspricht der Mittel- und Oberschicht, bezuschusst werden und gleichzeitig auf sämtliche Angebote des staatlichen Gesundheitssystems natürlich zurückgreifen können, wenn die private Versicherung nicht zahlen sollte. Diese Wachstumsraten von privaten Versicherungen haben Gesundheit in den letzten 10 Jahren zum Business transformiert. Und das, was man immer als Kommerzialisierung von Gesundheit als Ware betrachtet, kann man in Brasilien damit auch bestens beobachten. Das hängt an verschiedenen Faktoren. Das hängt damit zusammen, dass, wie schon erwähnt, das SUS defizitär in seinen Leistungen ist und völlig unbefriedigend ist. Und andererseits hängt es mit dem Aufstieg vieler Brasilianer in die sogenannte Mittelschicht zusammen und den damit ausgeweiteten Möglichkeiten, sich privat zu versichern und der Abhängigkeit alleine vom SUS zu entkommen. Und es hängt zusammen, überhaupt nicht last not least, mit dem anscheinend doch fehlenden politischen Willen der PT-Regierung, das SUS als das universelle und als das dominierende Versicherungssystem durchzusetzen und dementsprechend auch zu finanzieren. Einige unserer Partner haben durchaus den Verdacht, dass es vielleicht nie gewollt war, das SUS überhaupt zu dem universellen System zu machen, sondern dass schon immer der Gedanke im Hinterkopf war, dass es beim SUS darum geht, beim universellen System darum geht, eine Absicherung für die Ärmsten zu haben und damit ein Zweiklassensystem aufrechtzuerhalten. Aber die PT, um die es dabei geht, ist so groß und breit, dass sicher auch nicht nur eine Deutung der Absichten Richtigkeit hat. Das SUS, das staatliche System, wird mittlerweile sehr häufig komplementär genutzt zu den privaten Versicherungen. Das SUS stellt insbesondere teure Hightech-Medizin zur Verfügung und aufwendige Behandlungen wie Krebserkrankungen, AIDS-Medikamente, Nierendialysen, sogar Organtransplantationen werden vom SUS finanziert. Die privaten Krankenversicherungen locken eher mit Angeboten auf schnellere und zusätzliche Diagnostik oder auch mal auf Schönheitsoperationen und Ähnliches. Damit werden eben 54-60% der staatlichen Mittel für Gesundheit in die direkte und indirekte Unterstützung privater Träger gesteckt. Und in diesen sind 1/4 der Bevölkerung. Funktionieren tut es eben auch durch die Steuerbefreiung für alle Versicherungsbeiträge und über die Finanzierung aller Versicherungsbeiträge von Beamten. Es gibt durchaus auch Widerstand dagegen aus der Zivilgesellschaft. Und SEBES, die erwähnte Partnerorganisation von Medico oder Abrassetzen sich dafür ein, nicht erst seit den Demonstrationen im letzten Jahr, zu denen ich jetzt kurz komme. Bereits im Februar letzten Jahres hatte die Regierung angekündigt, dass sie die Ausweitung privater Krankenversicherung zu ihrem Markenzeichen machen möchte, als ihr Wunsch einer Regierung. Dagegen sind SEBES, Abrasco und andere Sturm gelaufen und als dann im Juni 10 bis 14 Tage lang täglich Millionen von Menschen auf die Straßen gingen, wurden auch solche Diskurse und Pläne erstmal gestoppt. Es ist seitdem auch ins Bewusstsein gerückt, dass in Brasilien mittlerweile die Sorge um die Gesundheitsversorgung größer geworden ist als die um die öffentliche Sicherheit. Und was dazu kommt, ist, dass die frühere Wachstumseuphorie immer mehr der Ernüchterung weicht. Ungefähr seit 2011 ist das Wirtschaftswachstum abgebremst und davor geweckte Erwartungen, nicht nur aus extremer Armut zu entkommen, sondern auch in die Mittelschicht aufzusteigen, höher aufzusteigen und sich stabilisieren zu können, drohen jetzt enttäuscht zu werden. Deshalb sind Themen bei all diesen Demonstrationen die strukturellen Herausforderungen, und das sind eben die Defizite im Bildungssystem, die Defizite im Gesundheitssystem und in der Infrastruktur
und quer zu alledem natürlich auch das Thema der Korruption. In diesem Herbst finden Präsidentschaftswahlen statt, sodass bereits im letzten Jahr die Demonstrationen zu großer Sorge in der Regierungspartei führten und man nach erster Schockstarre auch angefangen hat zu reagieren und Maßnahmen beschlossen hat. Von 5 großen Maßnahmenbündeln, die man zugesagt hat, scheint doch zumindest eines, nämlich das im Bereich Gesundheit, umgesetzt zu werden. Und zwar geht es dabei um ein Programm, das mehr Ärzte verspricht. Es heißt Mais Medicos und es werden im Moment 15.000 neue Arztstellen vom SUS eingerichtet und diese werden insbesondere in den strukturschwachen Gebieten angesiedelt. Also strukturschwach heißt in dem Fall nicht nur Nordosten, sondern auch in den ärmeren Gebieten bei den Städten. Jetzt sind 15.000 neue Ärzte bei 200 Millionen Einwohnern vielleicht eine irrelevante Summe numerisch, aber ich glaube, dass es für die Betroffenen, denen das zugutekommen wird, eine wichtige Veränderung und Verbesserung bedeuten kann. Und entsprechend allergisch hat auch die Ärzteschaft in Brasilien reagiert und versucht, mit allen Mitteln zu verhindern, dass Ärzte, und woher sollen sie kommen, aus Kuba, dort zugelassen werden, ohne neue Überprüfung, Kontrolle und alles, und versuchen, sich dagegen zu stellen, was ihnen aber nicht gelingt. Ich glaube, 8.000 bis 9.000 Ärzte scheinen schon da zu sein. Als Schlussbilanz, die Misere des SUS, es ist nicht nur eine Misere, es ist ja auch in einigen Teilen ein Erfolg. Aber wenn man sich darauf konzentrieren will, Dinge besser zu machen, dann geht es um die Behebung auch der Misere des SUS und des öffentlichen Systems. Und da ist Geld ein Teil des Problems und die Ärzteschaft, die Akteure darin sind, ein Teil des Problems. Und wer das ändern kann, das sind sowohl die Akteure im Gesundheitswesen, aber ich glaube auch, die Arbeit der brasilianischen Gesundheitsbewegung ist extrem wichtig, weil sie nun mal eine in Brasilien unüberhörbare Stimme sind, die das progressive Konzept von SUS und damit eben auch das Solidarprinzip hochhalten und deswegen unsere Unterstützung verdienen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann hören wir jetzt noch von Anita zu El Salvador. Ich bitte dich, leider, weil du jetzt die Letzte bist, wirklich nur auf die Zeit zu achten, damit wir noch für Diskussionen dann Zeit haben. Vielen Dank, Mona. Vielen Dank auch Karin Urschel und vielen Dank Thomas Schwarz. Ich möchte Medico International für die Einladung danken. Wir sind ehemalige Kollegen, Kolleginnen, wie das schon vorhin erwähnt wurde. Ich bin Botschafterin von El Salvador seit 4 Jahren und ich möchte heute ganz kurz skizzieren die Situation der Übergang von einem teilprivatisierten Zweiklassengesundheitswesen, was wir vor fünf Jahren vorgefunden haben, in ein Gesundheitssystem, das als Recht der gesamten Bevölkerung angesehen wird, des Zugangs, ein gleichberechtigter Zugang zu einem öffentlichen, universellen Gesundheitswesen, auch mit einer integralen Perspektive. Ich werde das kurz skizzieren. Wichtig ist die Idee, auch die dahinter steckt, ist, Gesundheit ist keine Ware. Das steht im krassesten Gegensatz zu den Regierungen oder zur Gesundheitspolitik der Regierungen, die 20 Jahre in El Salvador eine neoliberale Politik, nicht nur im Gesundheitswesen, vorangetrieben haben. Es wurde versucht, das Gesundheitssystem zu privatisieren. Das ist aber auf sehr großen Protest gestoßen. Aber einzelne Bereiche wurden teilprivatisiert. Dass also Gesundheit keine Ware ist, beinhaltet auch, dass es eine Investition in die Menschen ist, in das Wohl der Menschen. Nicht nur einer kleinen Schicht, nicht nur einer kleinen Elite, sondern aller. Es wurde zum Beispiel eine Versicherung für Bauernfamilien eingeführt. Das ist in El Salvador absolut neu, weil nur die Menschen mit einer festen Anstellung auch Zugang zu, also eine Gesundheitsversicherung haben. Und das ist vielleicht 60% der Bevölkerung maximal. Die meisten Menschen haben
eine informelle, wir nennen das informelle Arbeit, das heißt, sind kleine Unternehmer, Verkäufer, Verkäuferinnen und haben und hatten keine Versicherung. Wir haben also eine Gesundheitsreform, Reform in diesem Sinne nicht Privatisierung, weil es wurde häufig von Reform gesprochen, wurde aber eigentlich Privatisierung damit gemeint. Und ich denke, das Datum ist wichtig, das war vom 1. Juni 2009 mit Übernahme der Regierung von Mauricio Funes, der von der FMLN aufgestellt worden war als Kandidat. Also das sind jetzt 4,5 Jahre. Wichtig ist zu erwähnen, dass im Vorfeld der Amtsübernahme von Präsident Funes und im Vorfeld der Kampagne, seiner Wahlkampagne, wurde nicht nur eine Befragung, sondern es wurde nach Sektoren, also zum Beispiel im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, die Frauenorganisationen haben sich zusammengesetzt und Vorschläge erarbeitet für das Programm, für das Regierungsprogramm, auf das sich Mauricio Funes verpflichtet hat. Ich denke, das ist wichtig, weil der Geist der Partizipation drückt sich aus in den Vorschlägen, die im Regierungsprogramm enthalten sind. Und auch diese Idee kann man weiterverfolgen, wie die Gesundheitsreform angelegt ist und wie sie durchgeführt wird. Vielleicht sehr wichtig, ich habe Teilprivatisierung erwähnt. Eine Zweiklassenmedizin ist darauf zu, das haben wir vorgefunden. Und zwar dadurch, dass die Schere sehr groß ist in El Salvador. El Salvador hat ungefähr 6,5 Millionen Einwohner. Das ist doppelt so viel wie Norwegen, aber auf einer Fläche wie Hessen. Hessen, 21.000 Quadratkilometer. Das sind große Herausforderungen. Nicht von den Distanzen, aber von der Menge an Menschen, die diese Gesundheitsversorgung brauchen. Und die ärmsten Bevölkerungsschichten waren quasi ausgeschlossen vom Zugang zum Gesundheitswesen. Und Zweiklassengesundheit heißt, dass die Reichen, die sehr, sehr reich sind in El Salvador, haben Zugang zu einer höchst spezialisierten Gesundheitsversorgung in privaten Krankenhäusern. Und ich kann auch in diesem Zusammenhang sagen, dass die Zahlmoral, was die Steuern betrifft, auch nicht sehr großartig war. Das ist eine Herausforderung für die Regierung. Es wurde eine kleine Steuerreform vor 2 Jahren erlassen, die natürlich dahin gehen soll, also dass auch alle ihre Steuern bezahlen und nicht die Schlupflöcher genutzt werden, weil die Steuerlast ist in El Salvador vor allem auf der Mittelschicht, auf der kleinen Mittelschicht lastet diese. Und die Armsten und Ärmsten der Bevölkerung bezahlen alle Mehrwertsteuer. Und das ist natürlich auch eine große Last. Als erstes wurden die sogenannten freiwilligen Beiträge erlassen. Das waren die Bauernfamilien und die Menschen in den Elendsvierteln, die mussten für das öffentliche Gesundheitswesen sogenannte freiwillige Beiträge bezahlen. Das wurde als erstes erlassen. Das heißt, die Gesundheitsversorgung muss kostenlos sein. Dann wurden auch geografische Barrieren, obwohl das Land klein ist, aber die Unterschiede sind sehr groß, Stadt-Land. Das heißt, die Gesundheitsversorgung wurde in spezialisierten Equipen, wir nennen das Equipos, aufs Land geschickt. Das ist auch eine große Herausforderung, weil es wollen ja nicht alle Ärzte aufs Land. Ist nicht so einfach. Weiterhin wurde auch die Barriere der hochspezialisierten Gesundheitsversorgung dahingehend geändert, dass es ein Recht ist, auch der ärmsten Bevölkerung und der armen Bevölkerung eine gute, qualifizierte und umfassende Gesundheitsversorgung zu haben. Die Reform beruht auf 8 Pfeilern. Ich werde das versuchen, kurz zu skizzieren. Das eine ist, dass es integral oder integrierte Netzwerke für die Gesundheitsversorgung sind, dezentralisiert. Das Dezentrale ist ein relativ neuer Gedanke in El Salvador. Das ist in verschiedensten Ländern gang und gäbe. Für uns ist das relativ neu. Man geht nach San Salvador ins Krankenhaus und das ist ein Gang, der für viele Menschen
nicht erschwinglich, ist einfach nicht erschwinglich. Ein weiterer Punkt ist auch die Herabsetzung der Preise der Medikamente. Die Medikamente waren in El Salvador teurer als hier in der Bundesrepublik. Und das heißt nicht erschwinglich. Das Land ist dollarisiert, wurde von der vorvorigen Arena-Regierung dollarisiert. Das heißt, die Löhne sind auf der gleichen Ebene wie unsere Landeswährung, einfach umgesetzt in Dollar. Aber die Preise sind auf dem Niveau der USA zum Beispiel. Dann wurde ein einheitliches landesweites Informationsdienst eingeführt. Es war vorher so, dass jedes Krankenhaus hatte seine Statistik und das wurde jetzt mit einem großen Aufwand zusammengeführt. Das hat auch für die Qualitätskontrolle, ist das ein wichtiger Punkt. Ein landesweites System für den Notfalldienst wurde auch vereinheitlicht, ist auch ziemlich eine schwierige Angelegenheit gewesen. Die Partizipation wurde verankert. Es gibt ein Foro Nacional de Salud. Das ist ein Forum, landesweites Forum. Da haben NGOs sind sehr stark vertreten, aber auch das Gesundheitspersonal mit seinen Organisationen. Also es geht um Mitbestimmung, die verankert ist in dieser Gesundheitsreform. Dann wurde auch eingerichtet ein Institut für Gesundheitsforschung und es spezialisiert sich unter anderem auf die chronische Nierenkrankheit, die auf den Einsatz zum Beispiel von Paraquat, das heißt bei uns Gramoxone etc. zurückzuführen ist. Ich habe noch 5 Minuten. Dann wichtig ist die intersektorielle Zusammenarbeit, also nicht diese Vereinzelung, die wir beobachten im Gesundheitswesen. Ich denke, die kleinste Struktur, die eingeführt wurde, das sind die ECOS, das ist Equipo Comunitario de Salud. Und wichtig ist, es ist auf einer kommunitären Basis, das ist nicht mal eine kommunale Basis, sondern noch eine noch näher an den Menschen. Es ist aber finanziert vom allgemeinen Gesundheitswesen. Wir haben 5 regionale Gesundheitsräte, wurden eingerichtet, Consejos de Gestión Regional, und 13 auf Departamentsebene. Wir haben 14 Departamente El Salvador, also 13 auf Departamentsebene plus 3. In San Salvador ist das Departement mit der größten Bevölkerung 2 Millionen, das ist also schon ein großer Teil. Dann auf der kleinen Ebene 74 Mikroredes, kleinste Netzwerke. Das sind 74 in 74 ausgesuchten Dörfern. Es wurde als erstes eine Untersuchung eingeleitet, welche sind die ärmsten Dörfer, die wirklich wo man sprechen kann von einem Ausschluss am Gesundheitswesen. Die wurden als erste in die Gesundheitsreform eingeführt. Also es sind insgesamt 517 ECOS. Wie wurde das finanziert? Das war natürlich ein großes Debakel. Also die 5 Minuten werde ich jetzt dafür aufwenden. Als am 1. Juni 2009 die neue Regierung übernahm, das war nach 20 Jahren Arena-Rechtsaußenregierung, also da kann man hier in Europa schwierig einen Vergleich, vielleicht NPD, finden. Wobei es nicht gegen Ausländer gerichtet ist, sondern gegen die Ärmsten der Bevölkerung und die Armen. Das ist der Unterschied. Da war also nach 5 Monaten, von Januar bis Mai 2009 war der gesamte Etat für das Jahr 2009 im Gesundheitswesen ausgegeben. Das heißt, die Gesundheitsministerin Dr. Rodriguez ist eine ältere Dame, sehr resolut. Sie ist 90 und hat schon einiges gesehen im Leben. Und sie hat dann als erstes, musste sie einen Notkredit beantragen beim Präsident. Das hat sie auch bekommen. Und das ist natürlich auch führt natürlich auch zur weiteren Verschuldung des Landes, aber es war keine Mittel vorgesehen, waren nicht vorhanden. Dann durch die Herabsetzung der Preise der Medikamente wurde ein Konflikt mit der Pharmaindustrie, die sehr stark vertreten ist in El Salvador, also die reichen Oligarchen haben sich unter anderem in das Medikamentenbusiness sehr reich gemacht. Und haben natürlich stark protestiert gegen die Herabsetzung der Medikamentenpreise. Die Ärztinnenschaft ist
grosso modo in zwei Lager aufgeteilt. Also die eine Seite, die sehr stark diese Gesundheitsreform auch mitträgt. Sie haben in den ersten Monaten 2009, haben sie 3000 Operationen, die damals einfach nicht durchgeführt worden waren, haben sie auch mit Wochenendarbeit gemacht, das muss man sagen. Und die OPs, die wurden nur halbtags genutzt. Und das wurde auf den ganzen Tag, das war eine der ersten Aktionen der Gesundheitsreform, weil der andere Teil der Ärzteärztinnenschaft haben private Kliniken. Sie sind angestellt im öffentlichen Gesundheitsdienst, führen aber eine private Klinik. Das heißt, sie sind ein paar Stunden pro Tag im Krankenhaus und dann gehen sie in die private Klinik, wo sie ihre Patienten versorgen. Das hat natürlich zu extremen Konflikten geführt, auch zu Streiks etc. Das kann vielleicht dann später in Diskussion noch aufgeführt werden. Ich denke, ich schließe mal hier ab und bin für Fragen offen. Ich danke vielmals. Vielen Dank für die Beiträge. Wir haben jetzt hier gerade noch die Tech-Liste von Thomas Schwarz und ich würde da fast unterstellen, Thomas, dass du ja doch das Universal Health Coverage, damit es stimmt, schon ein bisschen vermischt hast mit der dritten Sprache. Das heißt, mit dem doch systemischeren, strukturelleren Denken. Und wollte da jetzt nochmal anfügen, es gibt ja die sehr starke Kritik, eben von Sam Gupta, du hast es erwähnt zum Beispiel, dass sich unter diesem Universal Health Coverage eine Privatisierungsinitiative verstecken könnte. Und das wird dann so argumentiert, dass beispielsweise die Weltbank auch ausformuliert, dass die Leistungserbringung, die hier steht, nicht unbedingt von nationalen Gesundheitssystemen durchgeführt werden muss, sondern sehr wohl oder sogar besser von zivilgesellschaftlichen Organisationen oder vom privaten Sektor erbracht werden kann. In diesem Sinne würde das brasilianische Beispiel da ja sehr, sehr gut reinpassen. Also was die Erfolge angeht vielleicht, also wir haben also gesehen, es hat große Erfolge gebracht in Brasilien, aber auch was die Mängel angeht, also das Zweiklassensystem. Wenn jetzt also noch ein bisschen unklar ist, wie Universal Health Coverage am Ende ausgestaltet wird und es besteht die Möglichkeit, dass es in eher diese Privatisierungs-Zweiklassen-Richtung ausgestaltet wird und hat trotzdem, die ja trotzdem Erfolge zeigt, du hast es gut gezeigt, Karin, ist es dann aber etwas, was wir fordern sollten? Ist es ein Konzept, hinter dem wir stehen und das wir international auf die Agenda setzen möchten. Vielleicht kannst du da aus deiner Perspektive noch was dazu sagen. Ich denke, dass die positiven Entwicklungen in Brasilien sehr wenig zu tun haben mit der Ausweitung der privaten Versicherungen. Ob jetzt einzelne Ärzte oder Krankenhäuser in privater, in kirchlicher oder sonstiger Hand sind, darüber mag man streiten, aber die staatliche Kontrolle des Gesundheitssystems, die Organisation des Gesundheitssystems ist die entscheidende. Da sehe ich jetzt seitens der Privaten keinen bedeutenden Beitrag zur Verbesserung der Lage, sondern das ist gekommen auch mit der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre und damit auch Ausdruck der Gesamtentwicklung im Land. Was die Debatten um universelle Gerechtigkeit angeht, muss man ja im Kopf haben, aufgrund der Größe von Brasilien, ist man häufig nur auf sich selbst bezogen und in der Tat wäre erstmal eine Umverteilung innerhalb Brasiliens schon mal ein riesiger Fortschritt. Brasilien ist jetzt sicher kein Land, was mit Ansprüchen zunächst nach außen gucken müsste, sondern in Brasilien ist die Umverteilung noch lange nicht richtig begonnen worden. Vielen Dank. Dann würde ich gerne dir, Thomas, da noch die Möglichkeit geben, darauf zu antworten, wenn ich jetzt gerade schon ein bisschen kritisch war. Wie wäre es denn möglich, oder wie können wir es denn schaffen, in den internationalen Debatten im Moment Universal Health Coverage so auszugestalten, wie du es jetzt dargestellt hast? Oder ist das möglich? Können wir schaffen, so eine progressive Vorstellung von einer allgemeinen Gesundheitsabsicherung international zu verankern?
Da kommt ein Ding geflogen, das heißt Universal Health Coverage. Und dann ist die Frage an uns, was machen wir damit? Wir haben Universal Health Coverage, wir haben den Begriff nicht definiert. Der kommt aus einer anderen Ecke. Und wenn jetzt die Weltbank Universal Health Coverage pusht, zusammen mit der WHO, dann macht uns das zuerst einmal skeptisch. Ja? Und wir werden dann ein bisschen kribbelig und wir denken, das kann ja nicht gut sein. Und was ich hier aufgeschrieben habe, das ist ja nicht die Definition von Universal Health Coverage, einfach so. Sondern das ist unser Umgang mit diesem Konzept. Wir wollen es nicht einfach zurückweisen, weil es steckt in diesem Konzept sehr viel Positives, wenn wir das einfach als die neue Hülle für unser alter Traum eines Gesundheitssystems von den Menschen für die Menschen anschauen, dann arbeiten wir mal mit dieser neuen Hülle und schauen, dass wir sie so gestalten können, dass sie stimmt. Aber mit Begrifflichkeiten, die eingeführt werden, ist halt so ein Ding, oder? Da wird auch ein Diskurs dargestellt, wo wir zuerst einmal vorsichtig sein müssen. Auch mit wem gehen wir da zusammen ins Bett, wenn wir Universal Health Coverage fordern und fördern? Und ich denke, wenn wir sagen, das können wir akzeptieren, es muss einfach so sein, dass es für uns stimmt, dann habe ich jetzt damit kein Problem. Das ist so, wie ich damit umgehe. Wie gesagt, es muss auf nationaler Ebene stimmen. Dann das Zweite, was jetzt ein bisschen vielleicht zu kurz gekommen ist, die Brücke zum Morgen. Ich spreche da von globally universal. Das heißt, es gibt einfach Staaten, die meinen es gut und die machen es gut, aber die haben schlicht alleine nicht die Mittel, um die Gesundheit ihrer Menschen zu verbessern. Und wir können jetzt sagen, okay, jeder Staat ist für sich selbst verantwortlich, das ist ja die nationale Aufgabe, Universal Health Coverage, also müssen die selber schauen. Aber da gibt es auch eine Grenze, die wir mit internationaler Solidarität und mit einem Solidarsystem, das eben die Grenzen der schwächsten Länder überwindet und mit Beiträgen von außen stützt, überwinden können. Und das Dritte ist einfach einzusehen, es geht hier ums Gesundheitssystem. Und das Gesundheitssystem ist nur eine Determinante, ein Bestimmungsfaktor der Gesundheit neben anderen. Und diese anderen Determinanten sind genauso ernst zu nehmen. Genauso ernst zu nehmen. Und so dieser kritische Blick, das reicht für mich eigentlich. Ich möchte das Konzept Universal Health Coverage nicht einfach, das Kind nicht mit dem Bade ausgießen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass das auf der Agenda bleibt. Aber ich kann da nicht einfach euphorisch das Lied der Weltbank mitsingen. Dann vielleicht noch an dich, Anita, die Frage. Wir haben ja hier schon eben eine sehr gute Ausgestaltung von Universal Health Coverage Plus. Was ist denn das Plus, das unbedingt in einer Gesundheitsreform deiner Meinung nach noch mitschwingen muss, neben dem kostenfreien Zugang im Krankheitsfall? Danke. Ich denke, es ist der Respekt vor den Menschen, gesunde und kranke Menschen, Menschen mit älteren Menschen, dann auch, dass die Armut keine Barriere ist. Wichtig ist auch die Diversität der Menschen, dass das respektiert wird. Ich denke, das ist sehr außerordentlich wichtig. In diesem Zusammenhang muss ich leider erwähnen, dass in El Salvador der Schwangerschaftsbruch kriminalisiert ist, verboten. Und auch die Beihilfe verfolgt wird. Und das ist ein großes gesundheitliches Problem, nicht nur ein gesundheitliches Problem für uns. Und ich denke, das zu überwinden gehört für mich auch zu einer Gesundheitsreform und zu einem universellen öffentlichen Zugang mit Respekt auch vor den Entscheidungen der Menschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich nicht nur eine Kostenfrage, aber es ist auch das Konzept, das Menschenbild, was dahinter ist. Das ist doch sehr wichtig. Ich sprach vorhin von einer Elite in El Salvador. Wir haben gerade Wahlen gehabt und ich habe heute Nacht das Resultat des zweiten Wahlgangs erfahren.
Die FMLN hat gewonnen, eindeutig, aber knapp. Das heißt, diese Gesundheitsreform geht weiter, muss vertieft werden. Danke. Es ist nur der Anfang. Und auch die, wenn ich sage das Menschenbild, dann spreche ich natürlich auch von den Ärzten und Ärztinnen. Das ist ja auch grundlegend, dass sie diese Reform mittragen. Danke. Moment, wir haben ein Mikrofon, dann verstehen Sie alle. Ich würde gerne anknüpfen an dem letzten, was Sie gesagt haben, dass das von den Ärzten oder sicher sagen, einem Beschäftigten in der Gesundheitsversorgung irgendwie mitgetragen werden muss. Es gibt ja sowas wie eine Public Health Workforce Migration. Und wie sieht das da aus, sowohl in El Salvador wie in Brasilien, bleiben die Leute, also die Mitarbeiter, oder Sie haben ganz deutlich gemacht, dass es auch durchaus einen Konflikt gibt zwischen der für die Ärzte zum Beispiel, die vorher gearbeitet haben, sozusagen bezahlen und öffentlichen Gesundheitsdienst von jedem mehr, aber auch private Praxis, dass das jetzt so nicht mehr möglich ist. Aber die Möglichkeit, das Land zu verlassen, haben ja eine ganze Menge und es hat ja immer eine Menge Salvadorianer gegeben, die im Ausland gearbeitet haben. Wie sieht das aus mit der, mit den Fachkräften? Es gibt natürlich einen Brain Drain. El Salvador hat ungefähr 3 Millionen, mindestens 3 Millionen Salvadorianer, Salvadorianerinnen im Ausland, vielleicht sogar noch mehr. In den USA allein ungefähr 2,5 Millionen. Das ist natürlich gegeben, dass auch Gesundheitsspezialisten auch auswandern oder ihre Ausbildung im Ausland gemacht haben. Zur Ausbildung im Land, etwas Wichtiges muss ich noch erwähnen. Also die früher war die Ausbildung, die Ärzteausbildung war an der Autonomen Universität von El Salvador. Die wurde militärisch besetzt, das ist schon eine Weile her, und daraufhin wurde sie privatisiert. Und die privaten Universitäten bieten auch diese Ausbildung, eine kann man auch Medizin studieren. Und als Alternative hat Kuba für Menschen aus El Salvador aus armen Verhältnissen auch die Möglichkeit geboten, da zu studieren. Aber der Ärzteverband akzeptiert diese Ausbildung nicht. Aber diese Leute, die arbeiten, auch wenn es nicht anerkannt ist, ihre Ausbildung, die arbeiten auf dem Land. Das ist ja sehr wichtig. Aber wir haben dieses Problem, was Sie erwähnen, natürlich. In Brasilien ist es nicht unbedingt nötig, für einen Arzt das Land zu verlassen. Die Ärzte haben sehr gutes, durchaus auch in den europäischen Verhältnissen vergleichbares Einkommen. Und viele haben auch scheinbar 3 volle Stellen gleichzeitig inne, wenn eine davon im öffentlichen System ist. Was die Anwerbung von den Ärzten aus dem Ausland angeht, so hat Brasilien sich verpflichtet, keine Ärzte aus Ländern mit einem niedrigeren Ärzteindex, als es Brasilien hat, anzuwerben. Und da nun mal Brasilien 1,819 und Kuba 6,5 hat, hat die WHO gesagt, sie ist damit vollkommen einverstanden. Diese Ärzte dürfen aber nur für den Zeitraum jetzt während des Programmes da arbeiten und haben keine allgemeine Zulassung. Und man wird sehen, ob es geschafft wird, den zweiten Schritt umzusetzen, nämlich auch eine Reform der Ärzteausbildung, die es dann ermöglicht, dass auch Ärzte aus entlegenen Landesteilen ausgebildet werden, also Studenten aus entlegenen Landesteilen, die dann vielleicht auch leichter überredet werden können, dort hinterher wieder tätig zu werden. Ja. Weitere Fragen? Ich habe jetzt von Thomas seine Auslegung der Universal Health Coverage gehört. Ich würde aber auch
auch für Universal Health Coverage sind, die das auslegen. Also ob sich da auch ein Konflikt gibt. Ich habe verstanden, dass es unterschiedliche Verständnisse von Universal Health Coverage gibt. Ich habe es nur deine entwickelt. Nein, das war eigentlich nicht das Ziel, sondern ich bin von der WHO-Definition ausgegangen und von diesem Würfel und das ist eigentlich, das ist der Bezug und das ist ganz nüchtern. Also Zugang aller Menschen in einem Staat zu einem Leistungskatalog von der Gesundheitsversorgung, die ihre Bedürfnisse abdeckt und diese Leistungen müssen auch eine bestimmte Qualität haben und das dritte heißt, ohne dass sie dann nachher in finanzielle Not kommen. Ich denke, das ist jetzt eine zentrale Definition und darauf habe ich mich bezogen. Ich habe dann einfach gesagt, wie das für mich Sinn macht so, und wie das für uns Sinn macht. Die Position, die ich da entwickelt habe, das ist nicht die Position Thomas Schwarz, sondern wir haben als Netzwerk Medicus Mundi International letztes Jahr ziemlich intensiv an diesem Thema gearbeitet und haben diese Gedanken in einem Diskussionspapier veröffentlicht, das ihr auch auf unserer Website finden könnt. Also da hat Medico auch seinen Beitrag dazu geleistet. Aber die Kerndefinition dieser Würfel mit den drei Dimensionen, mehr Leute einbeziehen, mehr Leistungen einer guten Qualität und mehr finanzielle Sicherheit, mehr finanzielle Abdeckung, das ist die Kerndefinition von Universal Health Coverage. Ich kann die gerne noch einmal auf die Folie bringen. Vielleicht kann ich dazu noch, ich denke, der Teufel steckt immer da natürlich auch im Detail, also die Frage ja zum Beispiel, welche Indikatoren, welche Zielerreichungen definiert man dann, was man Universal Health Coverage denkt. Die Weltbank hat jetzt zum Beispiel in der Debatte um die MDGs einen Vorschlag gemacht, meines war die Weltbank, zu sagen, gut, wenn wir 80% von den 40% Ärmsten im Land erreichen, dann ist das sozusagen unsere Zielerreichung. Aber das ist natürlich nicht unbedingt. Also wenn man sagt, wir verstehen unter universellen Zugang, alle Leute haben Zugang dazu, dann reichen nicht 80% der 40% Ärmsten, sondern das Problem, das wir haben, ist ja gerade, wenn marginalisierte und möglicherweise ethnisch andere Gruppen sozusagen, die können ja nur 10% der Bevölkerung ausmachen, aber wenn die gerade keinen Zugang haben, dann ist das nicht universell. Also das darin unterscheidet sich dann ja oft sozusagen auch, was man von universell versteht. Ja, also ich denke, ganz wichtig ist hier auch die Idee eigentlich des beweglichen Ziels, dass eines Prozesses und nicht eines endgültigen Zustandes. Wir wurden da sehr skeptisch und haben da einfach mal abgewinkt, als ein Vertreter Mexikos da vor 2 Jahren triumphierte. Mexiko hat jetzt Universal Health Coverage erreicht. Das kann einfach nicht stimmen. Das Universal Health Coverage kann kein Staat in dem Sinn erreichen, sondern daran arbeiten, von der Ausgangssituation ausgehend, in der der Staat ist, an diesen drei Dimensionen arbeiten, mehr Menschen einbinden, einen besseren, umfassenderen Leistungskatalog und bessere öffentliche Finanzierung. Und das sind natürlich drei Dimensionen, die sich zum Teil auch in die Quere kommen. Also wenn man einen Leistungskatalog rasch ausbaut, riskiert man damit, dass man mit der Finanzierung Probleme hat oder weniger Leute umfasst. Also es ist ein Ringen um diese drei Dimensionen und jeder Staat ist aufgefordert, seinen Weg zu definieren. Das ist auch etwas, das ich akzeptiere, dass es in dem Sinn keinen globalen Masterplan gibt, kein allgemeingültiges Kochrezept für Universal Health Coverage, solange es in diese drei Richtungen geht. Plus eben die einzelnen Staaten nicht allein lassen damit, sondern auch die internationale Gemeinschaft zu fordern, dass Universal hier wirklich auch global Universal irgendwann mal bedeutet. Was waren da die Schritte hin und wie ist das angenommen worden? War das eine große Freude?
da auch Misstrauen? Gab es da Hindernisse für ihn oder sie? Das ist eine sehr wichtige Frage. Natürlich waren die 74 erst ausgewählten Dörfer glücklich über diese, dass sie als erste sozusagen in diese Gesundheitsreform mit aufgenommen wurden. Aber für alle anderen ist es sehr, sehr schwierig und auch für die Mittelschicht. Also wenn man zum Beispiel für die städtische Mittelschicht, das ist die am kritischsten ist und sich auch ausdrückt. Und ich würde sagen, zum Beispiel die Ärzteschaft ist vor allem aus diesem Gesellschaftssegment große Kritik an der Gesundheitsreform. Das ging von, wie kann man Spezialisten aufs Land rausschicken. Das geht doch nicht, das ist auch ein viel zu großer Aufwand zum Beispiel. Die ECOS, das sind diese kleinsten Einheiten, also ich würde das als kommunitäre Gesundheitsequipe übersetzen. Ist nicht nur ein Arzt, Ärztin und Gesundheitspfleger, Pflegerin, Hilfskraft, sondern auch, wir nennen das Promotores, das sind Gesundheitspromotoren. Dann gibt es die spezialisierten ECOS. Entschuldigung, für 1.000 auf 1.800 Familien kommt ein Zahnarzt und ein sogenannter Inspektor, Umweltgesundheitsinspektor, Inspektorin. Dann gibt es die sogenannten spezialisierten ECOS mit Gynäkologen, Gynäkologinnen, Pädiatrie, also Kinderarzt, Internist, Physiotherapie und auf zwei spezialisierten ECOS kommt ein Psychologe, Psychologin und also diese Mobilisierung, die eigentlich sehr, sehr positiv ist, ist natürlich für die Dörfer, die nicht drangehängt sind, ist das natürlich ein großes Problem. Für uns ist es eine Finanzierungsfrage. Die Regierung hat mitten in der Finanzkrise übernommen, 2009, Haushalt geplündert, hoch verschuldet. Aber man darf nicht die Hände in den Schoß legen. Also das ist eine schrittweise Überwindung dieser teilprivatisierten Zwei-Klassen-Gesundheitssysteme, die wir hatten. Aber die Widersprüche sind natürlich sehr groß. Aber wir können nur so von den Mitteln her so vorgehen, schrittweise. Es geht gar nicht anders. Gut, wenn es jetzt gerade keine weiteren Fragen gibt, dann habe ich immer noch die Frage an Thomas Schwarz nochmal. Welche Hoffnungen setzt du jetzt auf diesen Prozess um die neuen Entwicklungsziele dafür, dass so ein progressives Verständnis von Universal Health Coverage, von allgemeiner Gesundheitsabsicherung international umgesetzt werden kann? Es ist immer gut, zuerst keine Hoffnung zu haben. Dann kann man sich wenn man sich täuschen lässt, wird man am Schluss enttäuscht. Ich habe keine klare Vorstellung, wohin dieser Aushandlungsprozess zu diesen neuen Weltentwicklungszielen führt. Ich weiß nicht, ob da Gesundheit auf oberster Ebene dann berücksichtigt wird. Ich weiß nicht, ob, wenn Gesundheit berücksichtigt wird, im Sinn von Universal Health Coverage oder im Sinn von eines allgemeinen Gesundheitsziels, wie zum Beispiel mehr gesunde Lebensjahre etc., da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ein Gesundheitsziel zu definieren. Ich hoffe einfach, ich muss nicht dieses, mein Vorurteil bestätigt sehen, dass wenn Ziele auf dieser Ebene formuliert werden, wenn der Anschein erweckt wird, dass es ein Rezept gibt, die Welt besser zu machen, dass das eigentlich nichts anderes ist als eine Schlaftablette, die uns daran hindert, wirklich wach zu werden und an den wirklich grundlegenden
Fragen zu arbeiten. Es muss, um zu einer Weltinnenpolitik zu gelangen, muss mehr passieren, als einfach wieder ein neuer, netter Zielkatalog verabschiedet werden von der UNO. Es braucht Verbindlichkeit, es braucht auch es braucht eigentlich, wir nennen es die 3 R, die da erreicht werden müssen. Es braucht einen klaren Bezug auf Menschenrechte, nach einer Durchsetzung der Rechte der Menschen. Es braucht Regulierung, und zwar die wirklich funktioniert, die auch griffig ist, auch auf internationaler Ebene. Und es braucht Umverteilung. Da kommen wir nicht darum herum, dass es der Welt besser geht, da müssen die Reichen etwas von ihrem Reichtum abgeben und die Armen müssen ein bisschen mehr bekommen. Und ob jetzt diese neuen Entwicklungsziele da wirklich uns auf diesem Weg helfen oder ob sie ein weiteres Ablenkungsmanöver sind, ich weiß es nicht. Ich beginne, wie gesagt, mit meinem aufgeklärten Pessimismus und schaue, wie es weitergeht. Ja, herzlichen Dank. Ich würde sagen, das war ein sehr schönes Schlusswort und dann entlasse ich Sie in die Pause hiermit.